Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Bevor wir mit dem eigentlichen Inhalten des Videos loslegen, vielleicht ein paar erklärende Worte. Es war ja jetzt die letzten Tage ein bisschen, ich will das gar nicht chaotisch nennen, so wie innerhalb meinen Videos, aber ja, es gab halt Probleme, dass die Videos nur in einer bestimmten Auflösung verfügbar waren und ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Die Videos, die nämlich davon betroffen waren, sind, soweit ich mich richtig erinnern kann, nachts hochgeladen worden und zwischendurch war mein 24-Stunden-Disconnect meiner Internetleitung. Und ich vermute, wenn genau das passiert, dass dann ja, das Video nur in dieser Auflösung veröffentlicht wird, warum auch immer das so ist. Also es lag jetzt in diesen Fällen nicht daran, dass das Video kurz vorher hochgeladen wurde und erst dann veröffentlicht oder dann kurzfristig danach veröffentlicht wurde und dann nach und nach die Qualität verbessert wird, sondern schlicht und ergreifend daran, ich glaube, wir könnten jetzt noch 2 Monate warten und das wäre immer noch in der gleichen schlechten Qualität verfügbar. Deswegen habe ich es dann auch erstmal offline genommen, habe auch bei Twitter eine kurze Nachricht dazu geschrieben, für all diejenigen, die mir da noch nicht folgen, es sind eh noch nicht viele, deswegen nicht, aber wenn mal irgendwie sowas ist oder sowas, dann schreibe ich da durchaus eine Nachricht dazu und das wäre halt der Weg, wenn ihr über sowas informiert werden möchtet, zumindest für diejenigen, die einen Twitter-Account haben, könnt mir da folgen und dann bekommt ihr da auch ja, die Infos dazu. Das erstmal vorweg, also sollte meine Vermutung richtig sein, ist das Video, das ich am Sonntag rausgenommen habe, schon wieder online, bevor dieses Video rauskommt. War das jetzt nachvollziehbar? Ja, ich glaube schon. Also das, wie gesagt, erstmal vorweg und ich hoffe, dass ich das Problem damit dann in Zukunft nicht mehr vorkommt. Ich muss halt einfach zeitlich ein bisschen anders planen, das Ganze. Und ja, das hat mich ein bisschen geärgert, aber ich hoffe sehr, dass wir das jetzt im Griff haben. Gut, wir starten das Video mal direkt damit, dass wir hier schauen, wen wir hier zur Verfügung haben. Also Liam ist schon mal raus. So 3 negative Eigenschaften. Hier haben wir auch 2. Nee. Wen haben wir hier? Zart beseitet oder unkonstruktiv, das ist völlig egal, das können wir nehmen. Und ich hatte tatsächlich auf jemanden mit Reinigung spekuliert. Der braucht auch Athletik. Ja, plus 1, das ist nicht viel, aber immerhin. Deswegen kann dann jetzt auch endlich der gute Serg einziehen. Los geht's. Willkommen in der Kolonie. Ein Bett hast du hier, das ich dir mal direkt zuweise und ein Tisch zum Essen. Gibt es jetzt auch. So, und wähle deinen Beruf noch aus. Reinigung, Serg, da haben wir dich direkt. Und die Prioritäten stellen wir auch noch ein. Genau. So. Ja, dann willkommen an dich und ja, viel Spaß in der Kolonie. Ich werde mein Bestes geben, um auch auf dich so gut wie möglich aufzupassen. Okay, dann habe ich gesehen, muss ich mal eben schauen, dass wir unseren Chlorvorrat so mehr oder weniger aufgebraucht haben. Deshalb müssen wir hier was ändern, nämlich wir werden einmal hier die Leitung zerlegen, beziehungsweise wir machen es anders. Wir zerlegen die hier auf der gesamten Länge und machen dann Folgendes, dass wir aus unserem Reinigungssystem, das was wir hier rausfiltern, das ist eigentlich nur verschmutzter Sauerstoff. Und dem haben wir aber noch einiges. Hier unten können wir eine normale Leitung bauen. Bauen wir dann mal eine normale Leitung hier abgehend. Die Brücken bauen wir gleich dazu. So, und dann hier hoch, da wieder ran. Gasbrücken. Auch schnell Nummer 1, Nummer 2. Und dann können wir auch hier zerlegen, genauso wie den Gasabzug. Das alles weg, dass wir das Problem schon mal gelöst haben.
Dann würde ich gerne hier das Rohr verbinden und hier oben eine neue Pumpe. Ach, ne Quatsch, hier unten wollte ich eine neue Pumpe bauen, wo eh sehr viel Gase aktuell sind. Das war hier. Kannst du nochmal wieder leer pumpen. Oder zumindest ein Stück weit entlasten. Dafür können wir hier einmal den Gasabzug entfernen. Da liegen die Leitung und die Pumpe. Und wenn das, ja, das ist die erste da zerlegt, das reicht uns ja schon. Dann können wir dort nämlich eine neue Pumpe bauen. Mit einer Leitung. Strom müsste hier ja auch liegen, genau. Da können wir das zerlegen. Ja, und dann wird das von hier abgepumpt. Geht durch unser Reinigungssystem, also sauberer Sauerstoff zum Beispiel. Ja, da sind zwar Keime drin, die hier reinkommen, die sollten sich dann aber auflösen. Das dürfte nicht so dramatisch sein. Und da mir ja gesagt wurde, ich sollte nicht so übervorsichtig sein, werden diese Keime niemanden umbringen. Das wäre eine Hartmut-Kolonie, die auch demnächst weitergeht. Da schwächle ich auch schon wieder ein bisschen. Da sieht das ein bisschen anders aus, aber hier können wir das locker machen. Ja, hier sehe ich gerade, haben wir da noch einen vergessen. Da kommen wir aber von oben ran und hier unten können wir dann den Rest auch noch freigraben. Ja. Okay, so viel dazu. Da können wir einen Stein zerlegen. Ja, lassen wir das Ganze mal ein bisschen schneller laufen, dass wir hier auch vorwärts kommen in dem Video. Hier können wir schon wieder die nächsten Eier auswählen. Hatchling-Ei. Noch ein Hatchling-Ei. Dann hatten wir ein paar sehr gute Ideen. Ich habe jetzt noch keine Kommentare beantwortet, auch noch nicht alle gesehen, aber die meisten, dass wir in manchen Räumen Langhaarslixer oder auch andere Tiere aussetzen. Und die Idee fand ich schon gut. Und die Idee, dann in diesen öffentlichen Räumen das Ganze auch zu machen, fand ich eigentlich noch mal besser. Deswegen werden wir das machen, aber noch nicht in diesem Video. Ich wollte nur schon mal sagen, dass ich die Idee erstmal völlig genial finde und ja, dementsprechend werden wir das auch machen. Dann habe ich noch Folgendes. Stromkabel wollte ich nämlich jeden Fall auch bauen. Da haben wir hier nämlich einiges, was wir noch nicht. Ja, wie sagt man? Noch nicht, oder die noch nicht verbessert sind, abgegradet sind. So rum, muss ich sagen. Das werden wir jetzt mal machen. Da haben wir schon. Dann geht's hier weiter. Und das ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber auch das muss gemacht werden. Ich mache jetzt mal die hier, obwohl da gar nichts mehr dran hängt. Trotzdem gleich hier. So. Dann geht es hier runter. Müssen wir natürlich die hier auch noch umbauen, das werden wir auch noch machen. Aber alles der Reihe nach. So, hier geht's auch runter bis da. Der ist ganz schön viel, hatte ich gar nicht so. So auf dem Schirm, muss ich sagen, aber. Vor allem auch teilweise sehr chaotisch, wenn ich das so sehe. Ups. Wie hier die Leitungen verlaufen. Ja, das waren aber noch nicht alle.
Die nicht, die ganzen Leiterbrücken fehlen auf jeden Fall auch noch. Es fehlt noch. So, jetzt haben wir, glaube ich, die Kabel selber alle fertig. Dann machen wir noch die Kabelbrücken, wobei ich. Die kann man gar nicht drüber herbauen. Dann machen wir das im Anschluss, wenn die Kabel fertig sind. Erstmal das eine machen, dann das andere. Hier haben wir welches Problem? Wir haben, glaube ich, das Problem, dass das Kabel hier im Nichts endet. Kann das sein? Bis hier und dann passiert nichts. Muss ja eigentlich nach dort hin. So, und diese. So zu machen, aber auf die Schnelle habe ich mir ehrlich gesagt nicht anders zu helfen gewusst. Der einfachste Weg wäre vermutlich einfach, ja, so machen wir das auch, wir bauen die Gaspumpe eigentlich einfach woanders hin, nämlich hier. Oder bauen wir die sogar hier hin? Eigentlich macht es hier unten noch mehr Sinn. Ja, wir bauen hier die Gaspumpe hin. Gucken wir mal einfach damit dran, das soll schon passen. Zerlegen wir die Gaspumpe. Bauen dann hier einfach eine Leitung, die sich dort mit anschließt. Natürlich Sauerstoff mit Keimen bekommen, das war mir klar. Aber ich bin recht guter Dinge, dass sich der sehr schnell auflöst. So, jetzt arbeiten sie beide und dann sollte hier gleich eigentlich, hoffe ich zumindest, ja, immer abwechselnd. Ja. Genau so war das gewünscht und gedacht. Gut, haben wir das Problem mit dem Chlor nämlich schon mal gelöst. Das sammelt sich jetzt hier wieder. Und dann hatten wir diese Schleusen. Also muss ich eingestehen, das Öl ist nach hier gewandert. Ich weiß nicht so recht warum. Aber dann sind diese Schleusen eben doch nicht so gut. Und ich sollte in Zukunft wieder diese Variante hier bauen. War trotzdem mit Öl gefüllt, aber... ja, da lag ich wohl falsch. Auch wenn es an manchen Stellen scheinbar wunderbar funktioniert, wie hier zu sehen. Ja, keine Ahnung, warum es dann nicht klappt. So, hier ist immer noch ein bisschen Sauerstoff drin. Hier unten haben wir schon Vakuum gepumpt. Dann kriegen wir den Rest hoffentlich auch noch. Ist ja noch mehr als ausreichend im Wasser. Wir haben jetzt aktuell gerade keine Kühlung hier.
natürlich nicht so schick. Das müssen wir mal eben machen, habe ich ganz vergessen. Machen wir einfach mal bis hier nach unten. Legen das eine Element. Kommen die da überhaupt ran, ja, oder? Hier von unten und dann von oben. Sicher ist sicher. Bauen einfach da eine Leiter mit dazu. Dann kommen wir auf jeden Fall ran. So, das Problem ist wahrscheinlich jetzt hier, so dass wir einen Chlorrückstau haben, okay. Okay, dann bauen wir hier das Ganze nochmal um, indem wir hier eine Gasbrücke bauen, damit wir immer hier. Ich glaube, das machen wir gar nicht hier, sondern hier vorne. Bauen wir eine Gasbrücke, zerlegen dort einmal die Gasleitung. Die Verbindung hier unterbrochen wird und schließen das dann hiermit an. Ja, das sollte ja dann einen Moment. Ich muss noch dort auch eine Gasbrücke mit einbauen, als ja eine Art Widerstand ist das falsche Wort, aber damit die Gase, die von hier kommen, nicht hier entlang gehen, um hier in den Eingang zu kommen, sondern dass hier vorne noch ein Ausgang geschaltet wird, dass die Gase nur in eine Richtung fließen können. Also sonst würde man eben hier so einen Punkt erzeugen, wo die Gase immer hin und her hüpfen. Das habt ihr sicherlich schon mal gesehen. Das vermeiden wir jetzt damit. Und hier die Gasbrücke hat eben den Effekt, das kennen viele von euch auch schon aus meinen Videos, dass wenn hier Gas ist, das erst hierhin gelangt, damit dieser Bereich erst gefüllt ist. Und wenn hier nichts gebraucht wird, dann geht es eben hier oben weiter und wir lösen diesen Rückstau hier wieder auf. Gut, ja, hier haben wir jetzt die Leitung wieder fertig. Und Kühlen funktioniert auch schon halbwegs. Sehr gut. So, und dann hier, um nochmal auf die zukünftigen Aquarien zu sprechen zu kommen. Das ist natürlich klar, dass das nicht so hier bleibt mit isolierten Ziegeln, dass da schon Glas hin muss. Dessen bin ich mir durchaus bewusst. Aber ja, hätte ja auch sein können, dass hier im Nordwesten das Ganze nicht so gedacht ist. Aber dafür brauchen wir natürlich eine Glasschmelze, die wir bislang noch gar nicht haben. Die werde ich hier unten bauen. Außerhalb der Kolonie, weil wir hätten auch, ja, hier wäre theoretisch ein Platz dafür gewesen. Oder auch. Ne, wir bauen sie hier. So, dafür brauchen wir dann noch. Ja, aber wir können da vielleicht schon mal jetzt hier eine starke Leiterverbindungsplatte bauen. Und die Ziegel hier natürlich aus Granit. Hier der Tür davor. Gold. Auf Strom. Starkes Leiterkabel. Und dann haben wir hier noch Platz, um hier noch eine Skulptur reinzubauen. So, da müssen wir natürlich hier noch ein
Ausgangsrohr bauen. Machen das mal. Einen Moment. Das muss ich vielleicht doch mal überdenken. Das können wir ja besser hier in das verschmutzte Wasser fallen lassen. Ja. Das macht vermutlich wesentlich mehr Sinn. Dann machen wir das auch mal. Oder legen wir es noch woanders hin. Könnten es auch. Ne, wir machen das jetzt so. Ups. Ruhig hier vorne, dann sind wir nämlich nah an der Leiter, dass wir es direkt aufsammeln können. Und wenn das ins Wasser fällt, sollte das dann eigentlich direkt zu Glas werden. Es wird nur 8. Kontinuierlich stellen. Ja, okay. Schauen wir nochmal eben hier nach den Keimen. Ja, jetzt sogar schon ein bisschen ist hier noch, aber alles locker. Ich bin gespannt, wenn es hier mal eher ans Eingemachte geht, wie dann das Ganze funktioniert. Was ist hier? Vermutlich auch ein Prio. Achso, die kommen da teilweise gar nicht. Logisch, ja, ja. Wir machen ja. Ups. Einfach in die Mitte nochmal eine Leiter. Sollen sie da gleich auch rankommen. Jo. Wann fehlt es hier noch? Achso, einfach an jemanden, der es baut hat. War natürlich auch überragend schlau von mir. Ja, wir nehmen die einfache Variante. Ich habe gerade kurz überlegt, ob wir hier einfach eine Reihe Gitterziegel machen, aber wir machen es so. Aus Magmatitleitern, das geht am schnellsten. So, hier läuft es jetzt wieder sehr schön. Dementsprechend kann auch hier unser System wieder ins Laufen kommen. Das nächste, was sich jetzt natürlich hier zurückstaut oder zurückstauen wird, ist der Sauerstoff. Aber. Also, das System hier gefällt mir richtig, richtig gut. Das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Aber, muss mich wiederholen, ist es perfekt. Auch mit den Iren, das klappt jetzt wunderbar. Ich muss nur häufiger danach schauen oder noch mehr. Was mache ich denn da? Oder hier einfach noch mehr Brutstationen bauen oder so. Wenn man sieht, wie viele Eier wir hier haben. Und uns sind ja hier eigentlich keine Grenzen gesetzt. Können wir noch mal eben schnell durchgehen. Ich fange da ganz gerne jetzt unten an. Siki ist Viehzüchter, aber der ist auch schon Landwirt, ne? Ja, dann darfst du jetzt auch mal hierher, falls du es noch nicht gemacht hast. Ne, hat er tatsächlich noch nicht.
Steigt auf. Herzlichen Glückwunsch, war glaube ich deine erste Beförderung. Kerstin kommt hierher. Zack und Tjerk Robin. Kommen wir noch auf. Nein, ich glaube das nicht. Das ist fertig. Oh, dann ist das hier bestimmt auch schon, oder? Nee, das ist noch nicht, okay. Ja, Grobbeln geht dahin. Burkhardt ist einfach. Das sind immer die schönsten Beförderungen, wenn. Ach, da muss ich echt trotteln. Dahin klicken. So, und diese drei hier. Nee, Luigi haben wir noch fast vergessen. So, und hier haben wir dann Blackie, Cat Black. Hat sie schon, okay. Auch und das bestimmt auch. Das auch. Mensch, oh, jemand. Und sehr fleißig. Anton Anders und Blackie. Sehr schön. Geht nicht, dann ist bestimmt das hier. Das. Aber das nicht, oder? Nee. Okay, Berufe sind wieder gut eingestellt. Habe ich noch was vergessen? Ja, die Stromkabel muss ich noch. Die Brücken. Glaube, außer hier sind auch die Leitungen ziemlich alle fertig. Das so, dass wir die und die zerlegen können. Weil das ist ja eigentlich Quatsch, da brauche ich ja keine Brücke, das kann ich so machen. So, und hier kommt dann gleich die nächste, wenn sie dann zerlegt ist, genau. Dann geht es weiter. Dort. Dort. Mach lieber nicht zu viele gleichzeitig, weil ich kenne mich. Dann weiß ich wieder nicht mehr, wo ich die zerlegt habe. Dann haben wir hier noch eine Kabelbrücke. Dort. Einmal da und da, wobei man es ja doch recht einfach erkennen kann, muss einfach schauen, wo die Kabel rot sind. Ja, dann haben wir, glaube ich, die Kabel alle aufgerüstet. Sehr schön. Was ist hier noch das Problem? Warum baut das niemand? Ich könnte mir vorstellen, wer war denn noch gleich unser Elektroingenieur? Kerstin. Das wäre Kerstin. Meine. Da. Ah, die kann nicht bauen. Verdammt. Das wird nämlich, glaube ich, das Problem sein, dass diese Sachen hier nur ein Elektroingenieur bauen kann. Heißt, wir müssen noch jemanden. Sechs am besten auch zum Elektroingenieur machen, aber sechs hat, glaube ich, das Bauen schon drin. Ja, genau, weil er ja auch die Mechatroniker-Sachen machen sollte. Dann suchen wir uns den jetzt mal eben raus und verfolgen ihn. Und ich habe die Hoffnung, dass er jetzt erstmal beim Duschen zugeguckt, dass er sich der. Jetzt geht er gleich nochmal duschen. Okay, jetzt wieder schlafen. Dass er sich der Sache gleich annimmt. So zumindest meine Hoffnung. Okay. Nacht ist gleich rum.
Zu welchem Arbeitsplan gehört 6 denn? Zu dem, der Spätpause hat, okay. Dann schauen wir doch mal, wo er hin rennt. Ja, meine Vermutung war richtig. So, aber... Ach so, na klar. Muss natürlich das Kabel auch noch anbinden, ne? Dann funktioniert das ein bisschen besser. Ich weiß jetzt nicht, ob dadurch hier die Verbindung... Das Risiko gehe ich vielleicht gerade mal lieber nicht ein. Machen das so. Nicht, dass wir dadurch hier die Verbindung zu dem zu der Starkstromverbindungsplatte kappen. Hier haben wir wieder einen Stau, der bei dem Sauerstoff geschuldet ist. Das Chlorgas hier werden wir so auch sehr gut los. Warum ist hier keine Flüssigkeit mehr? Doch ist doch. Wird aber nicht als gefüllt angezeigt. Das ist ja merkwürdig. Normalerweise ist ja diese Anzeige hier aktiv, wenn das mit... Und es ist gefüllt. Können wir die Maschine hier einmal deaktivieren. So, und dann wieder aktivieren und gucken wir mal, ob es dann klappt. So, Glasproduktion läuft. Hier tut sich nichts bei der Metallraffinerie. Und bei dieser hier, wenn ich da wieder irgendwas einschalte, ich kann einfach mal nur eins machen. Ah, okay. Dann liegt es daran, weil nicht genügend Materialien da sind. Glas, ja, Glas haben wir hier, das kühlt auch ab. Achso, dass wir natürlich unser Wasser hier erhitzen. Ist egal. So schlimm wird es schon nicht werden. Ich hatte eigentlich überlegt, hier noch zwei weitere Farmen zu bauen, aber das ist, glaube ich, fast nicht nötig. Da hätte ich nämlich den Tank hier umlegen müssen und diese Woche kommt ja auch schon die neue Vorabversion. Ja, deswegen werde ich das, glaube ich, bei diesen dreien belassen. Ich weiß hier jetzt genau, wie es gedacht ist, wie es funktioniert. Und ja, das Ganze werden wir dann in Zukunft auch früher machen. Was haben wir denn hier jetzt eigentlich an Kochzutaten? Rohes Ei ist für uns uninteressant. Raupelweizenkorn haben wir viel. Und Pinscherpfeffer muss auch. Wie viel Fleisch haben wir denn? Nicht so viel. Okay, und was verarbeiten wir hier aktuell? Hier machen wir Barbecue. Hier machen wir gefüllte Beere. Könnte natürlich auch, das machen wir auch, hier wieder Pfefferbrot. Hier Barbecue machen, hier Pfefferbrot, haben wir die beiden zumindest mir bekannten besten Mahlzeiten und ja, unsere Duplikanten werden hoffentlich sehr glücklich darüber sein. Aufräumen, aber hier das ganze Ding machen. Was ist denn hier mit dem Fischfutter? Ah, der ist tatsächlich gefüllt, sehr schön. Dann müssten ja unsere Fische hier auch langsam zahm werden. Fischer Jungpacku.
Ach so, wir haben natürlich noch nicht die Frage nach den Eierschalen beantwortet, ob die anderen Pakuarten weniger Eierschale abgeben. Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das einen Unterschied ausmacht. Hier möchte ich noch als letzte. Das machen wir einfach von hier aus. So, mit einer Leiterkabelbrücke. Die Tür hier vernünftig am Strom anschließen, dass sie sich schneller öffnet und schließt. Ja, der Chorwert hier ist trotzdem eine Katastrophe in diesem gesamten unteren Bereich eigentlich. Naja gut, okay. Also wenn euch das Video gefallen hat, ich hoffe, ihr könnt es vor allen Dingen oder konntet es in einer vernünftigen Qualität, in der Auflösung genießen, wie ihr das gewohnt seid, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir einen netten Kommentar oder auch einen nicht so netten oder einen Tipp oder einen Wunsch oder was auch immer. Ich freue mich über alles und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Danke und bye bye.